Sehr geehrter Herr Kollege, lieber Christian Schmidt, Frau Senatorin Scheres, Herr Landrat Sager, meine sehr geehrten Damen und Herren, draußen sah ich noch mehr von Ihnen, deswegen hätte ich jetzt gerne auch gesagt, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, alle, die Sie zu dieser wichtigen und interessanten Veranstaltung gekommen sind. Ich freue mich, hier zu sein, habe schon schöne und interessante Einblicke draußen in der Ausstellung wahrgenommen und spüre, mit welchem Engagement, der Moderator sprach von einer überbuchten Veranstaltung, Sie alle hier sind, wenn es um die Gesundheit unserer Kinder geht, die Gesundheit der Kinder, die natürlich auch mir persönlich, uns in der Gesundheitspolitik besonders am Herzen liegt. Die Vermittlung von gesundheitsfördernden Lebensstilen und guten Rahmenbedingungen ist von großer Bedeutung. Und dabei sind eine ausgewogene, gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung von klein auf entscheidende Schlüsselfaktoren für ein gesundes Leben. Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen, ist nicht immer nur leicht. Das weiß ich nicht erst seit ich Bundesgesundheitsminister bin, das weiß ich auch als Vater von 4 Kindern. Jeder weiß, in welch vielfältiger Weise Einflussfaktoren von der Werbung, den Medien, den gleichaltrigen Freunden auch Einfluss auf das Freizeitverhalten, auf das Ernährungsverhalten von Kindern nehmen. Und deswegen ist es eine Herausforderung, da auch einmal gegenzuhalten. Das will nichts schlecht reden, weder die Online-Spiele noch das Internet, das Smartphone. Aber wenn nicht wenigstens auch ein gut gestalteter Schulhof dann auch dazu einlädt, sich ausreichend zu bewegen, wenn der Bolzplatz um die Ecke, die Tischtennisplatte im Hinterhof nicht auch noch gelegentlich angesteuert wird von den Kindern, dann machen sich eben schnell Lebensgewohnheiten prägend in einem Leben bemerkbar, die nachher sich auch in lebensstilbedingten Erkrankungen zeigen. Wir wollen, dass Kinder sich gesund entwickeln, und das setzt voraus ausgewogene Ernährung, viel Bewegung. Die Gesundheitssituation der Kinder in unserem Land, das bewegen Studien, ist durchaus insgesamt gut bis sehr gut. Also im Schulumfeld könnte man sagen, eigentlich eine ganz erfreuliche Note. Das zeigt der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey des Robert-Koch-Instituts. Aber es gibt auch alarmierende Zahlen. So sind 15% der Kinder und Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren übergewichtig. Mehr als 6% leiden unter Adipositas. Dabei steigt der Anteil der übergewichtigen Kinder mit zunehmendem Alter. Kinder und Jugendliche sind deswegen auch eine ganz wichtige Adressatengruppe und, wie wir heute auch erleben, mitwirkenden Gruppe im Rahmen des nationalen Aktionsplans Inform, den das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gemeinsam mit uns in der Gesundheitspolitik auf den Weg gebracht hat, inhaltlich konzipiert. Beide Häuser haben hier seit 2008 viel miteinander bewegt, über 100 Projekte auf den Weg gebracht. Dabei hat sich das Ernährungsministerium in besonderer Weise um den Bereich Ernährung, das Bundesgesundheitsministerium sehr stark um den Bereich Bewegung gekümmert. Aber wir führen eben in vielfältigen gemeinsamen Aktivitäten auch bewusst diese beiden Bereiche zusammen. Und ich nutze gerne die Gelegenheit, dem geschätzten Kollegen und guten Freund, dir, lieber Christian Schmidt, herzlich für die gute Zusammenarbeit zwischen unseren Häusern zu danken. Wir alle wissen, um im Rahmen von Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule, in der Kita etwas zu erreichen, ist es selbstverständlich. Und für das Miteinander bin ich dankbar, dass die Länder und auch die kommunalen Schulträger entscheidende Akteure sind der Gestaltung des Schulalltags. Mit der Errichtung der 16 Bundesländern der Vernetzungsstellen Schulverpflegung, wir haben vorhin schon darüber geredet, ob es noch schönere Begriffe uns eines Tages für leckeres und gesundes und schön zubereitetes Essen miteinander einfallen, ist es dazu gekommen, dass über die unterschiedlichen Schulformen hinaus flächendeckend daran gearbeitet wird, eine gute Schulverpflegung sicherzustellen. Diese Vernetzungsstellen bringen eben Schulträger, Schulleitungen, Lehrer, Eltern, Caterer, Vertreterinnen und Vertreter der Schülerschaft, der Behörden, der Wohlfahrtsverbände, alle zusammen
Und wichtig ist, dass auch alle dies als eine gemeinsame Aufgabe ansehen. Und viele Schulen haben sich ja in den letzten Jahren erst auf den Weg gemacht in der Entwicklung hin zu mehr Ganztagsbeschulung, dass Cafeterien sich weiterentwickeln zu wirklichen Mensen und dass es mehr an Schulverpflegung, auch an Bedeutung über den Wochenverlauf einnimmt und hier die Eltern zu beteiligen, in der Schule zu sagen, das ist nicht eine Nebensache. Christian Schmidt sprach vorhin von der Chefsache, die das auch in einer Schule werden muss. All dies ist wichtig. Nun darf ich der Studie nicht vorgreifen. Man soll ja nicht über Noten spekulieren, bevor das Zeugnis ausgegeben ist. Ich habe so das Ohr an die Schiene gelegt, höre zum großen Frust und Klassenkeile ist kein Anlass, aber es ist noch Luft nach oben. Und das ist eigentlich genau das, was zur Motivation richtig ist, wenn man weiß, es lohnt sich, sich anzustrengen. Das, was wir in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, hat etwas bewegt. Wenn wir aber auch miteinander und vor allen Dingen in dem, was uns Schülerinnen und Schüler sagen, auch Potenziale entwickeln, uns weiter zu steigern, noch mehr in diesem Bereich zu tun. Für uns wird in diesem Jahr und darüber hinaus auch im Gespräch mit den Ländern das Thema Gesundheitsförderung, Prävention zu einem ganz zentralen Anliegen. Wir wollen mit einem Präventionsgesetz zur Stärkung gesundheitsfördernden Verhaltens, gesundheitsfördernder Strukturen in den unterschiedlichen Lebenswelten. Das beginnt in der Kita und in der Schule, das nimmt den Arbeitsplatz in den Blick, hört aber auch in der Altenpflege nicht auf. In allen Lebensbereichen liegt es an uns, anzuregen zu einem Verhalten, das uns hilft, Krankheiten zu vermeiden oder mit Krankheiten besser umzugehen. Und da ist die Frage, wie wir den Lebensraum Schule gestalten, ob er zur Bewegung einlädt, ob Ernährung als Fach, ich habe auch beim Stand der Sachsen gesehen, das Thema Regionalvermarktung. Da verbindet sich dann Heimatkunde. Was ist eigentlich in unserer Region? Dort strahlen die Sachsen. Und die haben dann noch gezeigt, dass man mit regionalen Zutaten internationale Küche machen kann. Also lokal und global das alles zusammengebracht. Also das kann dann auch im Heimatkundeunterricht einen Platz haben, zu erfahren, was wird eigentlich bei uns vor Ort angebaut. Und dabei lernt man dann auch, dass es häufig klug und gesund ist, sich beispielsweise im Blick auf die Ernährung auch an Jahreszeiten und den dann jeweils üblichen Gemüse, Obstsorten und anderem mehr zu orientieren. Wir wollen das verstärken. Wir haben darüber hinaus im Präventionsgesetz vor, die Instrumente zur Früherkennung von Krankheiten, aber auch von Lebensstil, von Gefahren im Lebensstil der Kinder früher zum Gegenstand der Jugenduntersuchung zu machen, auch eine weitere Untersuchung bis zum 18. Lebensjahr vorzusehen, um in der Begleitung eben nicht nur anzusetzen, wo muss eine Krankheit, die sich abzeichnet, behandelt werden rechtzeitig, sondern wo sind Risiken, Bewegungsmangel, bei Jugendlichen dann auch das Thema Alkoholkonsum und anderes mehr, Anlass, Präventionsempfehlungen zu geben in der Jugenduntersuchung und das ist für uns zentral. Das setzt voraus, dass alle an einem Strang ziehen. Und das ist das Schöne am Wort Vernetzungsstelle. Netz und Strang scheint zunächst ein gewisser Widerspruch zu sein, aber wenn alle miteinander das ihre tun, die Schulträger, die Kommunen, die Ernährungs- und Landwirtschaftspolitik mit der Aufklärung über gesunde Ernährung, wenn wir das Thema Prävention von der Gesundheitspolitik in allen Lebensbereichen stärken, dann ist es nicht nur gut für unsere Kinder, sondern wie man draußen bei ganz vielen Kindern beobachten kann, dann macht es auch Spaß. Und wenn das gelingt und wenn so ein Impuls von Veranstaltungen von dieser, ich habe vom Ernährungscoach eben erfahren, der Schulen berät, von den Abstimmungen über die Wahl der richtigen Caterer, wenn durch Mitwirkung klar wird, das ist unsere Schulverpflegung. Die haben wir ausgesucht. Und wir haben sie ausgesucht, weil sie uns schmeckt, weil sie gesund ist, weil sie, das Auge ist mit, gerade auch bei Kindern, weil sie auch schön zubereitet ist. Dann machen wir uns gemeinsam auf einen guten Weg. Und wenn wir auf diesem Weg uns noch alle miteinander ein bisschen bewegen, dann haben wir viel für unsere Gesundheit getan. Herzlichen Dank.